Grüß euch. Hallo. Ja, wir sind wieder mal live. Freut mich sehr, dass ihr der doch sehr kurzfristigen Idee von mir gefolgt seid. Ist ja wirklich immer wieder ganz, ganz spannend, das einfach mal so zu machen. Mal schauen, was da so passiert. Und ich habe mir gedacht, machen wir heute noch mal. Ja, weil denn irgendwie war mir ein bisschen fad. Also nicht wirklich, weil es ist eigentlich nicht mehr fad. Ja, seit einer gewissen Zeit, ihr wisst ja ganz genau, dass sich ja auch bei uns familiär ein bisschen was verändert hat. Dementsprechend ist das, ja, mit so ist es eigentlich nicht. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, ich habe ein wenig Zeit, bevor Fußball anfängt, tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, schauen wir doch mal wieder mal ganz kurz live, denn es gibt einiges, worüber ich gerne sprechen möchte und worüber ich mir ganz kurz ein bisschen Zeit nehmen möchte, weil es mir einfach ein bisschen am Herzen liegt und weil sich dieses Format einfach anbietet, das mal einfach so zu machen. Und dementsprechend würde ich dann einfach sagen, ohne groß, das großartig auch irgendwie zu erklären, warum das jetzt so ist, machen wir dann einfach. Und ihr habt es ja schon gesehen am Thumbnail, dass ich so für diese kleine Live-Episode ausgewählt habe. Die Sachen auf meinem Thumbnail stehen ja nicht umsonst dort. Ja? Und da ist euch sicher ein Gesicht aufgefallen auf diesem Thumbnail, über das sich zu sprechen lohnt. Und da könnte man jetzt natürlich wieder fragen, naja, aber komm Martin, du bist der Filmkanal, du bist der kein Musikkanal. Warum denn? Ja, ganz einfach, weil diese Person, die ich da so integriert habe, schon Auswirkungen nimmt aufs Filmbusiness. Man hätte jetzt mit ein bisschen prophetischem Denken natürlich darauf kommen können, dass das vielleicht so sein könnte. Tatsächlich hat mich aber da doch die Dimension des Ganzen ein bisschen überrascht. Also der Reihe nach, um was geht's eigentlich? Ich habe mir gedacht, ich nehme das doch ganz kurz einmal als News-Segment mit, weil ich möchte ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Taylor Swift. Taylor Swift hat gestern, glaube ich, wenn ich ganz richtig bin, gestern oder vorgestern bekannt gegeben, dass es in Nordamerika ein Screening geben soll. Und zwar aus ihrer Eras-Tour, die aktuell, gell, die, glaub ich glaube, in Nordamerika ist sie jetzt, ich weiß nicht, ob sie schon vorbei ist oder ob es noch läuft, auf jeden Fall doch eine der erfolgreichsten Tourneen, wenn nicht sogar die erfolgreichste aller Zeiten. Und offensichtlich wurde die mitgefilmt, beziehungsweise mit inszeniert. Und da gibt es jetzt, hat seitens ihr dann die Überlegung gegeben, diesen Film, diesen Konzertfilm, diesen Mitschnitt mit ins Kino zu bringen, einen exklusiven Deal mit AMC. Und da soll dann heute der Vorverkauf starten und der ist auch gestartet und der ist in einer Art und Weise gestartet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt. Wenn nein, dann haltet euch fest, denn diese Geschichte, Taylor Swift hat wieder mal für Rekorde gesorgt. Also sie ist ja eine Dame, wenn immer die was macht und was ansagt, ankündigt oder präsentiert, dann ist das Stoff fürs Guinness-Buch und so auch hier. Denn es wurde tatsächlich ein Vorverkaufsrekord gebrochen. Und wenn ich sage gebrochen, dann heißt das nicht gebrochen, also das ist jetzt ein bisschen mehr wie sonst, sondern das ist, ich habe da ein englisches Wort gefunden, das mir sehr, sehr gut gefällt, nämlich shattered. Ja? Der bisherige Rekord an Vorverkaufstag lag bei Spider-Man Far From Home irgendwo bei 16, noch was Millionen. Das hat die gute Frau Taylor Swift heute gleich mal um 10 Millionen überboten. Das hat natürlich Auswirkungen. Denn jetzt könnte man sagen, naja, es ist ja nur ein Konzertfilm, gell? Ich meine, und das ist vor allem auch Taylor Swift, die dann auch gleich gesagt hat, na, also alle, die da zu dem Screening kommen, gell, bitte Fankleidung anziehen, Freundschaftsbänder rauf und Party machen im Kinosaal, denn das soll ja auch ein Konzert sein. Und dem werden natürlich die Fans der guten Frau Swift gerne nachkommen, denke ich mal. Jetzt, warum bringe ich es trotzdem da oder warum präsentiere ich euch dieses News-Segment? Ganz einfach deswegen, weil es auf die Filmwelt Auswirkungen hat. Denn, also erstens mal ist es eine relevante News, weil Rekord gebrochen. Zweitens, ändert sich der Release-Kalender für den Kinoherbst in den USA. Zwar nur ein bisschen, aber doch. Und deswegen möchte ich doch das ganz kurz auch präsentieren. Nämlich Jason Blum hat sich gemeldet. Ihr wisst es, Chef bzw. Head von Blumhouse.
Und eigentlich wäre am 13. Oktober der Exorzist gestartet, also der neue Exorzist. Ich weiß nicht, ob es ein Prequel, Sequel, Reboot oder Reimagining ist. So weit bin ich da tatsächlich nicht drinnen in den Film, ganz einfach deswegen, weil er mir relativ wenig interessiert. Aber trotzdem hat der sich auch gemeldet auf Twitter und gesagt, okay, Zähler, du gewinnst. Wir verschieben den Film eine Woche nach vorne, denn wir haben sowieso keine Chance gegen die, gell? Also das wird sie nicht ausgehen. Und das finde ich dann doch relativ bemerkenswert. Wenn man sich das einmal so vor Augen führt, ein Konzertfilm sorgt jetzt tatsächlich auch dafür, nicht nur der Writer's Strike, by the way, sondern ein Konzertfilm sorgt jetzt dafür, dass Filme wechseln, ja? Und jetzt könnte man natürlich der Vollständigkeit halber der Chronistenpflicht Genüge da tun und mal raufschauen, was für eine Filme denn da noch starten. Das könnte man doch eigentlich mal machen, oder? Also, gibt es da überhaupt irgendeinen Film? Das machen wir jetzt. Also, das ist, wie gesagt, Livestream, das ist der große Zauber. Oktober 13. Da können wir gleich mal Oktober 11 eigentlich auch gleich mitnehmen. Aber Oktober 13. Ja, der Exorzist hätte starten sollen. Das werden wir dann schauen. Dann haben wir dann noch einen anderen Film, der heißt Anatomy of a Fall. Mal schauen, ob der auch noch weggeht aus diesem jenem Fenster. Ansonsten ist tatsächlich, und das ist vielleicht ein großer Vorteil auch, da ist eh eigentlich relativ wenig, gell? Da ist relativ wenig, denn der Große, auf den ich mich richtig frei, der kommt dann erst eine Woche später. Und, das ist auch ganz wichtig für uns, hat das, also in europäischen Breiten, eigentlich keinerlei Auswirkungen, denn der Eras Tour Film soll bei uns erst nächstes Jahr starten. Also nächstes Jahr im, glaube noch im Sommer. Dann, wenn ihre Konzerte natürlich gespielt wurden in Europa. Wir wissen es ja, die hat ja auch für Europa eine große Tournee angesagt. Und ja, da möchte man natürlich dann auch vorher alle Stadien und alle Hallen richtig schön bespielen. Freue mich auch persönlich drauf. Ich habe ja auch selber natürlich mir Karten gesichert für dieses Konzertereignis in Wien. Dementsprechend muss man das, es ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen und es ist tatsächlich, der Sevi hat mir das heute durchgeschickt und es stimmt schon, es ist ein Phänomen rund um Taylor Swift, das ist schon etwas, da sowas hat man vielleicht auch in der Dimension vielleicht noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich seht wie ich, aber das finde ich schon wahnsinnig bemerkenswert, dass das jetzt auch einfach Cross-Media wirkliche Auswirkungen kriegt. Es ist einfach wild. Ja, es ist einfach wild. So, dann habe ich mir gedacht, für das zweite kleine Geschichtchen, das ich mit euch besprechen möchte. Ihr habt sie sicher mitbekommen. Und wenn nein, dann informiere ich euch jetzt, weil ich habe tatsächlich gemerkt, in einzelnen Gesprächen, das ist noch nicht so wirklich durchgesickert zu den Leuten, zu den Otto-Normalverbrauchern. Deshalb jetzt bei mir, hallo, Dune 2 wurde verschoben. Gell? Also für alle die sich jetzt noch immer freuen auf heuer gehen wir den zweiten Teil von Dune ins Kino, da muss ich euch leider ganz fest enttäuschen. Der kommt tatsächlich erst nächstes Jahr im März raus. Am 15. März, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist das so. Grund, ihr wisst es alle und wir haben es alle befürchtet, ich habe es ja auch in meinem Erklärvideo kurz gesagt, ist natürlich die aktuelle Streiksituation. In Hollywood, dazu gleich ein kurzes Update. Wir haben es schon bei den Watchmen am Sonntag kurz besprochen. Wer sich da tatsächlich Hoffnungen gemacht hat, das wird gleich mal vorbei sein. Das, da haben viele einen langen Atem. Beziehungsweise hat sich ja die AMTPT, also die Producers-Geschichte, die haben sich ja mit einem Angebot an die Writers gewandt. Also die sind tatsächlich mit einem Angebot mal rausgekommen. War noch nicht perfekt, aber zumindest einmal ein kleiner Schritt auf die Writers Guild. Die Writers Guild selber hat ihrerseits das sofort abgeschmettert und gesagt, nein, wir verhandeln mit euch nicht. An dieser Stelle schönen Gruß vom Schuss ins Knie. Gell? Das ist also ganz schlechte Verhandlungstaktik. Wenn es keine Verhandlungstaktik gibt oder beziehungsweise keine Verhandlungsbereitschaft gibt, dann kann man halt auch nicht verhandeln. Gell? Das ist halt leider so. Und dementsprechend befürchte ich tatsächlich, dass das Ganze noch ein wenig andauert. Noch dazu, jetzt wo man sieht, dass auch ein Filmfestival ganz wunderbar eigentlich ohne Actors auskommt. Der große Downfall eigentlich, und darüber sprechen wir dann später noch,
Es läuft ein bisschen viel unterm Radar aktuell. Also ich war in den letzten Jahren definitiv in Venedig mehr investiert. Gell? Ich habe da mehr mitbekommen, aber das ist aktuell, also da scheint ein bisschen wenig durchzudringen. Hat sicher auch damit zu tun, dass gewisse Courage einfach fehlt. Dementsprechend könnten wir uns eigentlich einmal ganz schnell auf die Socken machen. Nach Filmstarts, und zwar schauen wir doch einmal ganz kurz rein in die Kinofilme 2023, wer denn da eigentlich noch starten sollte. Ja? Und ob es da Chancen gibt, dass da noch irgendwas passiert, dass man die vielleicht noch verschiebt, beziehungsweise dass man da noch irgendwas macht. Ja? Und ich glaube, das sollte man einfach mal machen, denn das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Also, wir befinden uns ja aktuell Anfang September, deswegen die jetzt jetzt schon angekündigt sind, da wird sicher nichts mehr passieren. Ja? Da hat man es vor allem auch ganz fein, dass es da vorwiegend um Sequels geht. Da Hunting in Venice beispielsweise am 14. September kommt der raus. Das ist Brenner, gell? Hercule Poirot, Teil Nummer 3. Da laufen Trailer im Kino, also da passiert sicher gar nichts mehr. Expendables 4, Detto, da warum auch? Ja, da gibt es überhaupt keinen Grund, die Fans werden reingehen. Und für alle anderen ist es eh nicht interessant, den Namen zu, genau das Gleiche. Das Einzige, was mich tatsächlich wahnsinnig wundert, ist, dass The Creator seinen Start damit noch hat, am 28.09. Da hätte ich sehr, sehr viel dafür gewettet, dass der eher nimmer kommt. Wir haben im Oktober einiges auf Streaming, beispielsweise Killers of the Flower Moon. Macht euch keine Gedanken, der kommt, das ist ein Streamer. Da gibt es keinen Grund, den zu verschieben. Außerdem hatte der seine Premiere in Cannes bereits. Dementsprechend, da ist schon ein bisschen was passiert. Wenn wir in den November schauen, da gibt es einen großen, der mich da noch ein wenig wundert, dass der noch da steht. Und das ist The Marvels. Der steht mit 8. November noch terminisiert. Das wundert mich doch sehr, sehr, dass Disney da reingeht und sagt, ey, den lassen wir aber dort. Das finde ich zumindest einmal ganz interessant. Ich verstehe es irgendwie, weil das Kind ist eh schon im Brunnen gefallen mit dem Film. Gell? Also das Lead-Up ist, was es ist. Und im Fall von The Marvels würde ich vielleicht sogar sagen, das hilft vielleicht sogar, dass es diesen Actors Strike gibt. Und das könnte vielleicht dafür sorgen, dass wenn du die Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen aus diesem Film nicht mit auf eine Pressetour nehmen kannst und darfst, dann könnte das eines der raren Fälle sein, was vielleicht dem Film sogar hilft. Denn da können es weniger Blödsinn reden. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Geschichte. Weiß ich nicht. Aber das könnte sein. Ja? Noch dazu tut man aktuell wirklich ganz, ganz viel, dass man den Film irgendwie positiv herstellt. Man sagt, ey, der ist kurz, der dauert nur 1 Stunde 38 oder so. Also der ist gleich vorbei, geht's nur kurz rein. Und das muss man auch sagen, The Marvels hat null Konkurrenz. Null. Im Blockbuster-Segment und im großen Segment. Denn der einzige Film, der da gleichzeitig startet und über den werden wir dann ganz kurz noch sprechen, ist The Holdovers von Alexander Payne. Alles andere, dementsprechend ist eigentlich gar nicht so blöd. Ja, da hat man die schöne Grüße an Dune, da hat man ein bisschen mitgeholfen, gell? Dass The Marvels komplett ohne Konkurrenz da reingeht. Ja, am 30.11. nochmal Disney mit Wish. Das ist auch so ein Film, wo ich auch sage, ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass der dort bleibt, weil wer ist die Zielgruppe? Eher Familien. Brauchst du da tatsächlich ein großes Marketing, große Press-Junkets mit deinen Hauptdarstellern? Ich weiß nicht. Ja, es ist ein Animationsfilm. Ein bisschen Marketing kannst du wohl trotzdem, also online, vor allem auf Social Media machen. Dementsprechend, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der dort bleibt. Wo ich sehr gespannt bin, ob er bleibt, ist Wonka am 15. Dezember. Denn der braucht ganz, ganz viel von der Seite. Und mal schauen. Gell? Und das ist ganz wichtig, am 21.12. Aquaman and the Lost Kingdom. Der sollte dort starten, hat noch keinen Trailer, noch keinen Teaser. Auch das ein Film, der eigentlich Dead in the Water ist, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Also wie viele Leute haben wirklich Bock auf den? Nochmal, das ist ein Film, ich habe es schon oft
Ich habe es schon oft gesagt, das ist ein Film, der dessen Vorgänger ein Billion-Dollar-Movie ist. Also der hat die Milliarde gesprengt. Ja, das ist ambitioniert in Zeiten wie diesen, würde ich doch mal meinen. Also schauen wir mal, was passiert. So, wo wir schon dabei waren, ja, ihr habt es alle mitbekommen, Box Office, gell? Da hat sich sehr, sehr viel getan. Wir haben mittlerweile so ein bisschen ein Fazit gezogen, zumindest aus dem Sommer. Und ich glaube auch, dass im restlichen Jahr da nichts mehr Gravierendes passieren wird. Barbie hat das Box Office gewonnen heuer. Eine Sache, da muss ich mir wieder mal selber, gell, fair enough, ich gehe den Walk of Shame, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Gell? Also wirklich nicht. Ihr habt mein Jahresvorschau-Video gesehen. Da habe ich gesagt, ey, ich bin gespannt, aber eine Milliarde, das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ja, hat sich gezeigt, Produktfilm, das funktioniert gar nicht so schlecht, gell? Vor allem, wenn es eine so große Target-Audience ist. Und es ist halt einfach auch, Hollywood hat das jetzt auch selber mittlerweile erkannt, wir haben in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen wenig für Frauen getan im Kino, gell? Und dementsprechend war das ein fulminanter Erfolg und hat somit Super Mario auf Platz 2 zurückgedrängt aus dem heurigen Jahr. Ist aber, ich habe das eh schon besprochen, es ist eine wunderschöne Geschichte eigentlich fürs Kino, dass es auch in Zeiten wie diesen durchaus noch möglich ist, offensichtlich richtig groß zu produzieren, richtig groß einzuspielen. Das sollte doch wirklich schön sein. Das passt doch eigentlich wirklich super. Und dementsprechend, das kann man ja eigentlich nur super finden, oder? Das ist doch eigentlich gar nicht anders möglich. Das ist einfach eine tolle Sache. Ja? Wobei ich sehe doch gerade tatsächlich live, ja, das ist live, auf Box Office Mojo wird Barbie noch als Nummer 2 geführt. Das wird sich aber sicher ändern, oder? Also ist das nicht schon geändert? Ich war eigentlich der Meinung, das hat da schon. Hat man da was nicht aktualisiert, das finde ich, weil Domestic hieß es so, gell? Aber ich war eigentlich der Meinung, das war auch weltweit so. Naja, ist ja wurscht. Also, lasst uns ganz schnell über die Top 10 sprechen des Boxoffices 2023. Super Mario Brothers, also laut Boxoffice noch immer auf 1, ich glaube nicht. Ist ja wurscht. Super Mario Brothers und Barbie 1, 2, wie es auch immer wollt, auf jeden Fall, gell? Guardians of the Galaxy Volume 3 auf Nummer 3. Das freut mich auch sehr, dass da zumindest ein bisschen die Prediction gestimmt hat. Dem habe ich ja einen sehr großen Box-Office vorhergesagt, dementsprechend schön. Auf Platz 4 ist für mich tatsächlich eine wahnsinnige Überraschung, vor allem in der Dimension Oppenheimer. Auf knapp 790 Millionen Dollar eingefahren, Stand heute. Das ist eine Hammergeschichte. Ja, nochmal, das ist ein, ich sage das immer wieder, weil ich wahnsinnig bemerkenswert finde. Das ist ein Rated-R-Film, 3 Stunden lang, mit einer relativ kleinen Target-Audience und nur einfach echt am offensichtlich wahnsinnig interessanten und zeitgeistigen Thema. So, und das reicht für Platz 4 in einem stark, also wo dort 2 Filme vor allem doch richtig, richtig gut funktioniert haben, aber ansonsten sehr viel auf einem Level daherkommt. Wow, also das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass Oppenheimer auch am Boxoffice so super funktioniert, denn von der Qualität her brauche ich nichts dazu sagen. Ihr habt meine Review gesehen. Was haben wir auf Platz 5? Fast 10. Das ist höchstwahrscheinlich die traurigste Nachricht, die ich euch heute so mitbringen kann. Dass der noch immer auf 700 Millionen zu liegen kommt, das ist ein Hammer, ja. Vor allem, wenn man dann sieht, dass der Domestic knapp über 140 Millionen eingespielt hat. Der funktioniert eigentlich wirklich nur mehr in China und Europa, sonst genau nirgendwo mehr. Aber okay, gell? Wir brauchen uns dann in dem Fall, ich sag's immer wieder, nicht beschweren über irgendwelchen Sequels, Prequels, Reboots oder so, gell? Das ist, solange das funktioniert, bitte. Platz 6, Spider-Man Across the Spider-Verse. Platz 7, The Little Mermaid. Da hat sich die Ariel dann doch noch ein wenig aus der Schse gerissen, gell? Mit knapp 570 Millionen ist das dann doch so weit, dass man sagen kann, okay, da ist das, das geht halbwegs in Ordnung, gell? Denn The Little Mermaid, schauen wir uns dann ganz kurz mal raus. Production Costs. Production Budget, da ist es. Das ist aber der Originale. Der,
So, 250 Millionen. Wir machen einmal eine kurze Milchmädchenrechnung. 250 mal 2 sind 500 plus noch Theater Cuts. Das wird ein kleiner Verlust, aber nicht einmal annähernd so ein Bauchflick, wie man den vorher so gedacht hat, dass er machen wird. Also, von dem her ganz gut gegangen, aber wen wundert's, es ist ja auch eine Realverfilmung und diese Realverfilmungen haben bis jetzt immer funktioniert. Leider Gottes. Deswegen kriegen wir immer mehr. Ja, falls ihr euch fragt, weil das trotz sowas wie The Little Mermaid, das trotzdem auf 570 Millionen Dollar kommt. Genau deshalb. Platz Nummer 8 und damit sicher ein bisschen unter meinen Erwartungen, eigentlich weit unter meinen Erwartungen, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ich hätte da zumindest vom Einspielergebnis ein bisschen mehr gedacht. Platz 9, trotzdem, das ist ein Wahnsinn, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Trotzdem. Ja? Und Platz 10, Elemental. Ist auch lang her, dass ein Pixar-Film einmal so schlecht performt hat wie der. Wobei, das muss man in Perspektive setzen, denn der hat sich noch ein bisschen repariert. Das hat schlimmer ausgeschaut am Beginn. Wenn wir da jetzt dann weiterschauen, gell, noch ein bisschen weiter nach unten, gell, puh, da hat schon ein paar richtig schlimm erwischt, gell. Also ganz sicher, weit unter den Erwartungen ist ganz sicher Gran Turismo. Gell? Der steht aktuell bei 58 Millionen Dollar. Puh. Also, wow. Gell? Da hat es dann auch nicht geholfen, dass man den wirklich, wirklich richtig hochgeredet hat aus gewissen Kreisen. Ich habe auch eine Review dazu gemacht. Mich wundert es nicht. Gell? Das war mir eigentlich klar. Das ist einfach leider gut. Das ist einfach nicht so gut. Gell? Ansonsten, es gibt vieles, was man da noch nicht so wirklich sagen kann, weil ein bisschen was ist gerade erst gestartet, beispielsweise Joyride, aber ich glaube, da hat man sich auch sehr, sehr viel mehr erwartet von dem Film. Grundsätzlich, Box Office sehr, sehr spannend heuer, finde ich. Also ich habe wirklich mit Super Mario habe ich gerechnet, habe ich gesagt, das war my prediction für den most successful movie of the year. Dass Barbie da so reinkommt, hätte ich mir nicht gedacht. Und Oppenheimer für mich eine richtig, richtig große Überraschung. So, wie stehen wir denn zeitlich überhaupt? Jo, das passt doch ganz gut, oder? Das passt doch ganz gut. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht mache ich das aber nicht heute, damit wir da noch ein bisschen... Na, das werden wir jetzt verschieben. Ich habe da eigentlich noch ein Segment drinnen gehabt zum Thema zukünftige Filme. Aber also schon ein bisschen eine Vorschau auf Award Season und so. Das lasse ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen ruhen. Passt mir eigentlich ganz gut. Da lassen wir Venedig zuerst vorbeigehen und vielleicht machen wir das dann später so Richtung Mitte Oktober mal. Das ist vielleicht gescheiter, denn da weiß man schon ein bisschen mehr. Ich möchte ganz kurz mir die Zeit nehmen, nachdem ich ganz kurz einen kleinen Schluck trinke, seid mir bitte nicht böse, aber es wird schon langsam die Kehle ein bisschen trocken. So, das passt jetzt ganz gut. Ich habe mir gedacht, reden wir ein bisschen, auch über diesen Kanal. Denn, ja, wo fange ich an? Ich habe euch ja rechtzeitig oder früh genug auch gesagt, gell? Familiäre neue Situation, ihr wisst es ja alle. Und da war mit dem einhergehend natürlich auch eine kleine Neuausrichtung des Kanals irgendwie ein bisschen notwendig. Ich habe versucht, in der kritischen Zeit, bevor wir zu dritt waren, ganz, ganz viel vorzuproduzieren, ganz viel zu recherchieren, herzurichten, so dass das wirklich tatsächliche Produzieren und Herstellen der Videos ein bisschen schneller geht. Gell? Denn wenn man... ich kann euch jetzt da mal ein bisschen reinlassen in so einen Prozess. Ja? Ich bespiele den Kanal aktuell wirklich komplett allein. Das hat sich einfach so ergeben. Das geht auch aktuell wirklich tatsächlich nicht anders. Ich habe aktuell, logisch, gell, die Renate ist total eingespannt. Logisch, auch ich im Grunde, aber ich schaufel mir da zwischendurch immer wieder mal ganz kurz zumindest frei. Und was anders geht eigentlich gar nicht. Unser Sevi ist aktuell mitten in seiner Ausbildung, so ein bisschen beim Fertigwerden. Dementsprechend ist es auch ihm nicht so möglich, also aktuell mache ich das komplett allein. So, das hilft natürlich, wenn du dann wirklich im Vorfeld ein bisschen was vorproduzieren kannst, wenn du generell in den Formaten ein bisschen umstellst. Und ihr habt das ja sicher gemerkt. Ich habe eigentlich
gerade im letzten Jahr, also von 2022, eigentlich das ganze Jahr 2022 bis hinein ins 2023er Jahr, wirklich auch versucht, in der Qualität der Specials ein bisschen noch, ein bisschen was zu probieren. Ja, so mit Schnitt, mit Inserts, mit wirklich vorproduzierten Texten, mit total viel Recherche und auch visuell ein bisschen was zu machen. Wenn man das allerdings alleine macht, und da erzähle ich jetzt niemandem etwas Neues, der selber schon einmal auf YouTube oder auf irgendeiner anderen Videoplattform etwas tatsächlich kreativ hergestellt hat, was auch ein bisschen Recherche verlangt, so wie in dem Fall auf diesem Kanal, das ist eine wahnsinnig zeitintensive Geschichte. Und dementsprechend habe ich auch müssen, leider, es war mir einfach nicht anders möglich, in der Art des Contents ein bisschen zurückfahren. Habe jetzt da die Serien-Intro-Specials rausgehauen die letzten paar Wochen. Die haben auch super funktioniert. An dieser Stelle auch danke an alle, die da mal reingeschaut haben. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder mal sowas zu tun. Aber selbst da, gell, da könntest du natürlich visuell, und das ist mir vollkommen klar, noch ganz, ganz andere Dinge machen und das noch viel genauer machen und beleuchten und analysieren. Das ist mir schon logisch. Es geht halt einfach für einerlei nicht. Und dementsprechend habe ich auch müssen, leider Gottes, bei gewissen anderen Formaten viel mehr auf diese Art des Videos umstellen. Das heißt, ich rede einfach so, wie wir in Österreich sagen, einfach wie der Schnabel gewachsen ist. Gell? Und das hilft tatsächlich ein wenig. Der Reihe nach. Ich habe schon 100.000 Gedanken. Es ist tatsächlich so. Die Videos, die ihr von mir seht, wenn ich einfach so rede, da rede ich jetzt über die Heimkinosammlung, da rede ich über die Tierlists und da rede ich über irgendwelche Rankings, die passieren eigentlich so, dass ich mich hersetze, dass ich mir vorher so ein kleines Konzept halt zusammenschreibe, dass ich mir vorher schon ein bisschen, wenn es um eine Tierlist geht, beispielsweise schon so ein grob Ranking überlege, ja, so grob, und alles tatsächlich, was ihr da seht, ist auch One-Cut. Also es gibt keinen Schnitt. Ich rede einfach so drauf. Ja, es gibt auch eigentlich wenig Notizen bei mir. Es ist maximal wirklich, dass ein paar Wörter dastehen, wo ich mir denke, die darf ich nicht vergessen. Ja, das ist auch bei Reviews so. Das hilft natürlich, wenn du so eine Videos machst, weil dann geht erstens mehr raus und zweitens, ich tue mich beim Schnitt auch viel leichter. Denn wenn ich natürlich Videos konzipiere mit großen Texten und Schnitten und so, dann sitze ich tatsächlich, wenn ich es alleine mache, relativ lange. Und das ist mir aktuell so nicht möglich. Dementsprechend, das wollte ich einfach nur noch einmal zur Sprache bringen, weil es mir sonst eigentlich nicht so wirklich möglich ist, das zu tun. Das ist leider aktuell so. Wenn es mir irgendwie möglich ist, mal so was zu machen, das ein bisschen aufwendiger ist, dann wird das passieren, aber bitte wundert es euch aktuell nicht, dass es einfach so ist. Ja, das geht aktuell einfach nicht anders. Dazu einfach so zu sagen, es ist von den Formaten her, wird sich in nächster Zeit relativ wenig ändern, tatsächlich. Es bleibt einfach so, es wird Tierlists geben, es wird Rankings geben, es wird Reviews geben, logischerweise, vielleicht fällt mir wieder irgendeine Special-Reihe ein, muss ich mal schauen, muss ich mal nachdenken. Die Heimkinosammlung möchte ich gern beibehalten, tatsächlich, außer ihr sagt, das interessiert euch gar nicht, dann bitte sagt mir das ganz, ganz gerne Bescheid. Es ist auch kein Problem, wenn ein Format mal irgendwo bei euch vorbei produziert ist, das ist halt so, man probiert, gell, Trial and Error. Ich mache es ja nicht beruflich. Das ist ja mir immer ganz, ganz wichtig. Ich mache es ja nur als Hobby. Updates wird es weiterhin geben. Das ist schon, glaube ich, nächste Woche ist wieder eins angesagt oder auf meinem Kalender fest eingetragen, da weil dann doch wieder ein bisschen was auf meiner Liste steht, über das ich ein bisschen sprechen möchte, wenn es um Filme geht. Das wird nächste Woche kommen. Und ansonsten möchte ich einfach an dieser Stelle noch einmal euch dazu ermutigen, bitte, bitte unterstützt mich auch weiterhin. Denn ich sag's nochmal, ich mache das ja als Hobby. Wenn ich das beruflich machen würde, das wäre traurig, denn das wäre aktuell nicht möglich. Es sind die Aufrufzahlen aktuell wirklich leider Gottes nicht gar so gut. Die Abozahlen stimmen zwar, aber Abos, gell, Abos und Klicks sind zwar ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe, leider Gottes. Und dementsprechend möchte ich euch echt bitten, gell, wenn euch ein Video taugt, wenn ihr sagt, ey, das ist cool, das erwischt mich jetzt gerade irgendwie, dann bitte einfach einmal einen Daumen oder einmal weiterschicken an jemanden. Ja, ist ganz wurscht, vielleicht, es hilft wirklich jeder einzelne Klick total weiter. Und
dann tue ich mir einfach ein bisschen leichter, das für mich selber rechtfertigen, warum ich das eigentlich alles so mache. Gell? Ich muss das so brutal ehrlich sagen, es ist einfach so. Gell? Ich bin kein Mensch, der grundsätzlich mit der Wahrheit hinter Berg haltet. Das ist grundsätzlich, ich mache es gern. Es macht mir wahnsinnig Spaß, es ist ein bisschen ein Ventil, ich kann mich da kreativ wirklich ein bisschen ausleben, aber wie gesagt, wenn man da so den Eindruck hat, dass gewisse Dinge einfach da nicht so ankommen, dann ist mir lieber, man sagt es, gell? Und dann kann man was verändern oder was adaptieren. Oder so, ja? So, und jetzt würde ich sagen, ohne, ja, zeitlich, jetzt sind wir, ja, das, ich würde sagen, das geht doch ganz gut, oder? 30 Minuten. Da geht sich noch ein Spielettel aus. Denn ich habe mir tatsächlich kurzzeitig einmal überlegt, jetzt ganz spontan, ich habe ja in den letzten, in der letzten Zeit jeweils, warte mal, waren es jetzt zwei, gell? Ich habe zwei Quizzes gespielt, die mir die Renate hergerichtet hat, nach einem ganz, ganz netten Konzept. Sie hat da Bilder aus Filmen mir hergerichtet, hat dann gesagt, ich muss versuchen, das zu erkennen, wo, aus welchem Film kommt denn dieses Bild und dann quasi als Bonusaufgabe erkennen, was denn diese Sachen so miteinander zu tun haben. Und ich würde sagen, die Renate hat da Teil 3 vorbereitet. Eigentlich wollte ich da extra Video machen, aber es passt mir eigentlich zeitlich ganz gut rein. Machen wir es gleich, oder? Machen wir es gleich. Ich finde das nett. Dementsprechend würde ich sagen, ich schalte um auf die Quiz-Tafel. Da haben wir sie bereits. Und ich würde sagen, schauen wir uns das doch einfach mal an, oder? So, das neue UTSS-Filmquiz, Ausgabe Nummer 3. Also, wir erinnern uns, wir müssen jetzt erraten, aus welchen Filmen stammt denn dieses eine jeweilige Bild. Und dann schauen wir, wie viel wir erwischen. Also, ich hoffe, das funktioniert. Wir starten das jetzt einfach mal rein mit Film Nummer 1. Film Nummer 1, das werden natürlich alle sofort erkennen, die ja so ungefähr in der Altersklasse wie ich sind oder so um den Dreh. Denn da sehen wir einen Ken Watanabe mit Haaren, das ist ganz wichtig in dem Fall. Wir sehen da eine Badewanne mit einem Stuhl, der gerade so irgendwie reinkippt. Das ist natürlich ganz klar, gell? Worum es da geht, das sollte Inception sein. Von Christopher Nolan aus dem Jahr 2010. Hoffentlich stimmt das. Denn wir müssen ja ein Schema erkennen. Ja? Nicht vergessen, das hat ja uns die Renate aufgetragen, da gibt es ja ein Schema. Bin gespannt, was das ist. So, Film Nummer 1 sollte Inception sein. Film Nummer O, oh, ja. Okay, Renate, heute hast du ein bisschen leicht erwischt, leider Gottes. Da muss ich jetzt einfach nur die Gefährten hinschreiben. Das ist eine der absoluten Schlüsselszenen in diesem wunderbaren Film aus dem Jahr 2001. Also wir kommen mit den Jahreszahlen nicht zusammen. Ist schon mal wichtig, das zu wissen. Also, Peter Jacksons Teil 1 der Trilogie. Ja, brauche ich nichts dazu sagen. Geil? Ihr wisst's. Film Nummer 3. Da haben wir einen Film vor uns aus dem Jahr 2019. Also jetzt sind wir endgültig raus mit den Jahreszahlen. Da geht es um Roma. 2019 oder früher? 2018. Hui. Ui, Martin. Movie Release Dates. Ich bin nicht Scott Mans. Eindeutig. Movie Release Dates. Roma. Jetzt habe ich gerade überlegt, das sind alles Filme, die ich gut finde, aber das kann ja eigentlich auch nicht sein, denn es ist ja Roman. Na, stopp, Vorsicht. Ja, Vorsicht. Guter Film. Mhm. Aber nicht so gut. So, Roma. Ja, okay. Schwarz-Weiß ist auch als Thema weg, dementsprechend. Film Nummer 4. 2005. There Will Be Blood. Daniel Day-Lewis vor der Ölfontäne. Also das Thema erschließt sich mir hinten und vorne nicht, weil bei den Filmen bin ich mir jetzt komplett sicher. Also nur eins und vier, da kann eigentlich nichts schiefgegangen sein jetzt. Ja? Das geht sich nicht aus. Film Nummer 5. Das ist Dune.
Oder? Ich glaube. Mit Fragezeichen, aber ich glaube. Was haben denn die Filme miteinander gemeinsam? Okay, wir kommen drauf. Film Nummer 6. Im Westen nichts Neues ist das. Da haben wir den Herrn Brühl mit Brille in einem Zug. Haben wir gerade erst letztens gesehen. Fantastischer Film. Aber passt mit den anderen eigentlich gar nicht zusammen. Also, exklusive Roma hätte jetzt echt als Gemeinsamkeit gefunden, dass ich die Filme super finde. Aber das kann ja nicht die Idee sein. Das ist jetzt interessant. Das ist jetzt sehr interessant. Was haben wir denn da? Film Nummer 7. Hui. Also. Das schaut ägyptisch aus, gell? Aber vom Look her schaut es jetzt nicht aus wie ein Monumentalfilm, wenn ich ganz ehrlich bin. Da werden wir uns höchstwahrscheinlich in einem Film befinden, wo es um Filme geht. Kann ich mir mal so vorstellen. Oder wo wir da uns irgendwie an einem historischen Filmset befinden. Babylon? Eigentlich auch nicht, oder? Kennst der? Ah, wir hatten der Carson von den Coens. Das könnte nämlich auch passen. Aber ich habe vergessen, wie der Film heißt. Ha, damn it. George Clooney. Ja, wurscht. Der könnte sein. Der könnte sein. Aber das weiß ich nicht. Das kann ich zumindest nicht seriös beantworten. Dementsprechend machen wir da mal einen Strich. Da bin ich gespannt. Film Nummer 8. Das schaut nach Revenant aus, oder? Schreiben wir mal hin. Also, oder? So vom Kostüm her und so. Could be. Color Grading würde da hinkommen. Gehen wir mit The Revenant, oder? Film 9. Das ist Hugo Cabret. Nur 9. Hugo. Was ist denn das für Auswahl? Habidere. Okay, da müssen wir uns einmal unterhalten dann später, aber da bin ich mir sehr sicher, gell? Christopher Lee. Isaac Butterfield. Film 10. La La Land. Okay, gut. Das ist jetzt für euch vielleicht ganz cool, ganz aufgelegt, was das ist. Aber ich habe auf meiner Liste stehen: Inception, Der Herr der Ringe, die Gefährten, Roma, There Will Be Blood, Dune, Im Westen nichts Neues, 7-, The Revenant, Hugo und La La Land. Und ich bin mir bei allen diesen neuen absolut sicher, dass das die richtigen Filme sind. Und ich finde allerdings tatsächlich da keine Gemeinsamkeit. Also zumindest jetzt auf the top of my head. Denn Erscheinungsdatum passt nicht zusammen. Der Regisseur ist nicht der gleiche. Wir haben verschiedene Genres. Also Period Piece, Kriegsfilm, Romanze, Science Fiction. Da ist eigentlich alles dabei. Worum kann es da gehen? Ja, es ist mir irgendwie ein bisschen. Es ist mir irgendwie ein bisschen rätselhaft, tatsächlich. Denn es sind jetzt auch alles nicht. 7. Ja, gut, das ist ein Monumentalfilm. Könnte es irgendwas mit. Aber Kostüme, kann man das? Inception hat jetzt auch nicht die. Roma auch nicht. Das kann auch nicht sein. Es gibt da nicht einen Darsteller, der da überall vorkommt. Also, liebe Leute, da stehen wir jetzt an. Okay. Keine Ahnung. Auflösung. Schauen wir mal. Film 1, Inception. Check. Jawohl. Lord of the. Ah, Titel. Der Titel geht auch nicht. Geht sich nicht aus. Alphabetisch irgendwie? Na, sollte was ein Wort rauskommen? Auch nicht. Roma. There will be blood. Jawohl. Dune. All quiet. Jawohl. Ah, den habe ich nicht gewusst. The Aviator.
Boah, das ist ein fieses Bildl, hörst. Aber das ist, ich muss auch fairerweise sagen, das ist echt ein Film, der ist so lang her. Den habe ich damals im Kino gesehen. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, gell? Hey. Mhm. The Aviator. The Revenant. Hugo. Und La La Land. Wir sind richtig mit den Filmen. Aber, boah, das ist jetzt interessant. Das ist wirklich interessant. Ich habe keine Ahnung. Hm. Na, da müssen wir jetzt definitiv nachschauen, denn da bin ich gespannt. Bin ich jetzt echt gespannt. Welche Gemeinsamkeit haben diese 10 Filme? Ja, das ist eine gute Frage, gell? Jeder dieser Filme... Ah! Jeder dieser Filme hat den Oscar für die beste Kameraarbeit gewonnen. Tatsächlich! Selbst wenn ich darauf gekommen wäre, sage ich gleich dazu, gell? Ich bin in Award-Seasons nicht so schlecht. Aber ich habe nicht eben am Zettel gehabt, dass beispielsweise tatsächlich, wo haben wir den Aviator? Ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, dass Aviator den Oscar für die beste Kameraarbeit gekriegt hat. Das ist sehr interessant. Das, ich meine, Revenant, ja, das weiß ich noch, gell? Aber, boah, da hätte ich jetzt, also das, darauf wäre ich in 100 Jahren nicht kommen, ganz einfach auch deswegen, weil ich in dem Game Cinematography einfach nicht so drin bin wie in anderen. Da täte ich mir beispielsweise mit Filmmusik viel leichter, glaube ich. Aber bei Kamera, gell, da fehlt dabei. Zusa, welchen Kameramann bzw. welche Kamerafrau würdest du für einen Film engagieren? Es kommt bei ganz darauf an, welcher Film das ist, oder? Aber da gibt es ja ein paar, die in den letzten Jahren wirklich, wirklich einen großen Höhenflug gehabt haben. Also da würde mir definitiv ein paar einfallen, die ich da haben möchte. Aber gell, wir wissen ja, da gibt es ja eigentlich immer die gleichen Namen, die da so kommen. Also das habe ich überhaupt nicht im Ding gehabt. Das ist ja sensationell. Spannend. Academy Award for Best Cinematography. Das möchte ich jetzt tatsächlich einmal ganz kurz nachschauen. Nicht, dass ich da nicht glaube, liebe Renate. Aber wer hat denn sonst so gewonnen? Ich meine, ja, da wissen wir. So. Slumdog Millionär. Hättet ihr das gewusst? Die Geisha. Den habe ich auch komplett... Ah, Aviator, da haben wir einen. Robert Richardson tatsächlich war dafür verantwortlich. Spannend. Andrew Lesney für Fellowship of the Ring. Wow. Also, tatsächlich wow, denn das habe ich überhaupt nicht... Habe ich überhaupt nicht gar nicht, nämlich. Super. Da hat sie mir erwischt. Liebe Renate, bravo. Sehr, sehr gute Arbeit. Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt tatsächlich sagen, wir stehen jetzt im Livestream irgendwo so knapp bei 50 Minuten. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine ganz, ganz gute Zeit, dass ich mich an dieser Stelle einmal bedanke bei euch fürs Einschalten und dass ihr heute mit dabei wart. Ich weiß, das war alles total kurzfristig. Dementsprechend ist halt manchmal so. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem eine gute Zeit gehabt und falls ihr das on demand nachschaut, dann auch danke fürs Durchschauen und wir sehen uns an dieser Stelle sicher bald mal wieder. Mal überlegen, wie man das in Zukunft so machen mit den Livestreams, denn leider so diese typischen Fragen, die so kommen in einem Livestream, die lassen ein bisschen warten auf sich aktuell. Offensichtlich wisst ihr von mir schon alles, dementsprechend auch gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann ganz bald wieder, spätestens eben dann nächste Woche bei den neuen Videos. Bis dorthin, alles Liebe, alles Gute und wir sehen uns.